Ciao. Du musst bezahlen. Mein Herz ist stehen geblieben, ich brauche eine Herzrhythmusmassage. Kim, wie läuft's? Ja, sehr gut, ne? Wie fühlt sich das an, mal wieder zu arbeiten? Gut, ich glaube, ich mache das jetzt wieder jeden Tag. It's me. Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Caramella hinter der Maurices Kamera. Was geht, Leute? Und wir befinden uns im kompletten Chaos. Zeig doch einfach mal, was hier gerade abgeht, ja? Wir packen gerade alle Sachen zusammen. Also, alle Sachen zusammen. Wir wissen nicht so richtig, was wir mitnehmen sollen. Und oh Gott, komplettes Chaos. Ich kann meine Gedanken nicht mal ordnen, weil es hier nicht ordentlich ist. Wir müssen jetzt alles für Australien vorbereiten. Wir haben nur noch 2 Tage, 2 Nächte hier. Wir haben nur noch eine Nacht. Warum fahren wir? Ja. Oh mein Gott, wir haben nur noch eine Nacht hier. Oh mein Gott. Deswegen Stress pur. Wir nehmen euch heute mit. Wir müssen noch so viele Sachen erledigen. Und deswegen verfolgt ihr uns heute einfach mal mit durch unseren Tag. Und wir haben auch unseren eigenen Smoothie rausgebracht. Mit Immergrün. Und den verkaufen wir heute auch noch. Telekom. Wollen wir hin? Ja. Rein? Ja, war ein cooler Rap, oder? Ja. Es gibt dieses eine Lied, das heißt Telefon. Das hat voll ja, was zu tun weiß mit jeder, Telekom. Das war voll witzig, Mann, okay? Voll gegengeklatscht, Mann. Ich habe jetzt noch eure ganzen Becher geholt. Tim hat schon unterschrieben. Ich muss gleich noch. Ja, wir sind ein bisschen spät dran. In 9 Minuten werden die Smoothies verkauft. Und es ist noch nicht einer fertig. Noch nicht mal die Becher. Wir machen das schon. Das Gute ist, ich weiß, wie man Smoothies mixt. Aber Maurice hat das noch nie gemacht, ne? Hab ich noch nie gemacht. Wie hast du? Ja, okay, du hast mal bei Traumwaffel gearbeitet. Traumwaffel? Ich glaube, ich habe da ein paar Jahre länger als du gearbeitet. Ich glaube, ich kann Smoothies besser machen als du. Ja. Aber egal, wegen deiner 2 Wochen Arbeitserfahrung. 4 Wochen. Kannst du bestimmt besser als ich. Ja, super, eben. Kinder. Ich bin mal gespannt, was für einen Umsatz wir machen. Ne? Wir müssen in Akkordarbeit zusammen Smoothies herstellen, ja? Also erst filmst du bisher und dann musst du mir aber helfen, ne? Weil ich kann nicht alleine so viele Smoothies mixen. Da stehen auf jeden Fall schon eine Menge Leute. Fan-Treffen 2.0. Alter, was geht ab? Wie cute! Die wollen alle Caramella-Smoothies! 2 Stunden Arbeit steht jetzt vor uns. Mal wieder richtig arbeiten, ne? Wir müssen erstmal natürlich den Hygienevorschriften nach unsere Hände waschen, dies und das. Komm erstmal rin, damit die Smoothies auch schön dreckig werden, ne? Und ihr alle meine Bakterien trinken könnt. Natürlich. Weißt du eigentlich schon, was alles drin ist in den Smoothies? Ja. Echt, was ist denn? Zähl mal auf. Marshmallows. Mini-Marshmallows. Was noch? Erdbeer. Ja, und weiße Schokolade. Ich würde sagen, wir fangen an zu mixen, oder? Ja. Cube. Also wenn du so langsam bist, dann wird das hier nichts, Kim. Stress mich nicht, okay? Ich habe 2 Stunden Zeit. Erdbeer, Eiskugel, so Erdbeeren und weiße Schokolade. Das ist die Rohmischung und die kommt jetzt ab unter den Mixer. Und das sind die vorbereiteten Caramella-Becher. Richtig geil, so eine Karamellsoße, dann sieht man das auch noch. Einfach bombastisch. So! Dann die ab. Sehr lecker aus. Das ist halt auch der Caramella-Smoothie. Geht nicht anders, Maurice. Und man kann die sogar durch den Strohhalm durchziehen. Noch ein bisschen Karamellsoße? Ja, na klar. Kim, wie läuft's? Ja, sehr gut, ne? Wie fühlt sich das an, mal wieder zu arbeiten? Gut, ich glaube, ich mache das jetzt wieder jeden Tag. Das macht so, guck mal, wie geil das aussieht, Maurice. Cool. Ja, das läuft richtig so karamellmäßig herunter. Ist ja auch Karamell. Ja. Das war irgendwie wirklich ein Fam-Treffen 2.0, ne? Wir haben wieder so viele Geschenke bekommen. Packen die gleich auch noch aus, dann können wir euch ein bisschen was zeigen. Oh mein Gott, es ist schon nach 16 Uhr, ne? Das bedeutet, wir müssen uns echt beeilen. Wir müssen zu Chris meine Kette entknoten lassen, weil da sind einfach, irgendwer kam da rein in der Nacht und hat da so Knoten reingemacht. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Underwear für Australien, Socken. Die kaufen wir jetzt auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns gleich mit unserer H&M-Tüte vor der Tür, ja? Wir haben zwar keine H&M-Tüte, weil wir natürlich Tüten sparen, denn ihr sollt umweltbewusster denken. Die Smoothies gibt's übrigens das ganze Jahr jetzt, also holt euch ein Caramella-Smoothie, bald ist auch unser Gesicht als Sticker mit drauf, also get it or die. Und was müssen wir jetzt machen? Was steht als nächstes auf der To-Do-Liste? Erstmal kurz nach Hause. Okay, ich brauche noch einen Rucksack, damit wir, falls wir so eine kleine Wanderung machen oder so, wir haben nämlich nur so einen 75-Liter-Rucksack und der ist größer als ich und deswegen brauche ich noch so einen kleineren, falls wir halt irgendwie picknicken gehen oder so, ne? Also erstmal kurz nach Hause, unsere Schegänke wegbringen und dann wieder back hierher. Bis gleich. Back home! Unsere To-Do-Liste ist noch sehr, sehr lang. Unsere Packliste ist noch länger. Wir haben nichts eingepackt. Wir haben schon wieder so viele Sachen bekommen. Oh, to the M, to the G. Willst du mal ein Paket auspacken? Ja, auf jeden Fall. Okay, mach das. Ich weiß schon, was drin ist. Aber ich habe mich mega darüber gefreut, weil Kim hat auch schon eins. Geil sieht das aus. Ein Mega-Lätzchen mit meinem Namen drauf. Zeig mal. Oh mein Gott. Ey, wie cool. Vielen Dank an die Omi, die das gestrickt hat. Wie süß. Du meinst gestickt. So, jetzt müssen wir noch zur Apotheke, uns so einen Rucksack kaufen und los. Bevor wir losgehen, wir haben die beste Lichterkette des ganzen Lichterketten-Universums bekommen. Ist die nicht cool? Das sind so flauschige Pompons. Und dann kriegen wir die uns safe in den Bus, oder? Ja, auf jeden Fall. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Und wir haben noch ein mega cooles Bild bekommen. Also wir haben noch viele Sachen bekommen, aber das haben wir uns noch nicht angeguckt. Das bin ich und das ist... Ups. Nein, Spaß, ist richtig gut gezeichnet.
Danke dafür. Erstmal Apotheke, weil wir brauchen auf jeden Fall so was gegen Durchfall, ne? Weil man weiß ja auch nicht, wie das Essen da ist. Erstmal ein bisschen mit ApoRed chillen, ne? Spaß. Okay, was brauchen wir? Ich brauche Spinnenspray. Bist du da nicht in der Apotheke? Nein. Ich glaub nicht. Wo gibt's das? Lass erstmal reinjumpen. Hoffentlich kriegen wir Traubenzucker. Wir haben gerade 28,96 € für unsere Gesundheit ausgegeben. Aber okay, das ist auf jeden Fall wert. Wir haben was gegen Durchfall, ne? Falls der Stuhlgang nicht so geformt sein sollte, wie sie sonst immer geformt ist. Meine ist immer in Dreiecksform. Wie ist bei dir? Auch so. Dreieck? Ja. Krass, Mann, wir sind Kackfreunde. Und Halsschmerz, irgendwas, Gel, dies und das. Damit sind wir auf jeden Fall gut gerüstet. Und jetzt Rucksack kaufen. It is time for a new Rucksack. Rucksack, Backpack, Backpack, Rucksack. Kennst du das noch von Dora? Du hast Dora geguckt? Dora. Ja, normal. Das erklärt einiges. Warte, original so. Das erklärt einiges. Wir müssen jetzt zu TK Maxx. Wo ist TK Maxx? Helf mir, TK Maxx zu finden. Da. Oh, ihr habt es gefunden? Ich hab's so ja gar nicht gesehen. Ey, das erklärt wirklich einiges. Das erklärt wirklich, warum du so dumm bist. Was? Ist nur mein Ringfinger, weil willst du mich heran? Okay, ich brauch irgendwas mit Swag und nicht mit Dreck. Let's have a look at the rucksacks. So, Freunde, wir sind fündig geworden. Es gibt einmal den, der würde natürlich gut zu mir passen, weil ich ein Champion bin. Aber dieser Rucksack ist unnormal schön und ich glaube, den würde ich auch richtig lange noch weiterverwenden. Aber der kostet 50 und der 20. Also ich finde den cooler. Ja, wenn das nicht reinpasst, passt dein MacBook auch nicht rein. Was laberst du? Das ist einfach, das ist doch nicht so groß wie mein MacBook. Was machst du denn da? Ich überlege. Was hat das jetzt mit den Spielen zu tun? Den nehme ich mit, die klaue ich noch nicht. Hast du dich entschieden? Maurice sagt, wenn ich mir den anderen kaufe, muss ich ihn immer tragen, wenn wir nur den mitnehmen. Und wir müssen ja auch unsere Laptops manchmal mitnehmen. Ich habe keinen Bock, immer ich laufe nicht mit so einer Mädchentasche rum. Rat mal in den Kommentaren, welchen Rucksack ich genommen habe. Jetzt. Okay. Ich habe mich... No! Ich glaube, damit sollten wir diesen Tag beenden, ne? Wirklich, ich sehe so fertig aus, sehe so scheiße aus, es tut mir so leid, ne? Hoffentlich zerspringt euer Bildschirm nicht. Ja, Kim hat auf jeden Fall diesen Rucksack gekauft. Ja, weil ich dachte, okay, 20 Euro ist erstmal 30 Euro billiger, davon hätte ich schon mal zwei kaufen können und noch die Batterien und dann trägt ihn Maurice wenigstens auch mal. Ja. Und jetzt sind wir bei DM und wir haben uns keine Einkaufsliste aufgeschrieben, deswegen sind wir gerade richtig planlos hier unterwegs. Deswegen kaufen wir jetzt erstmal nur Tampon, die braucht Maurice nämlich unbedingt und dann kommen wir morgen nochmal wieder, oder? Ja. Mit einem Plan. Okay. Es ist der nächste Tag, die Wohnung ist immer noch ein komplettes Mess, aber wir sind eigentlich schon gerade am finalen Packen, also naja, was heißt final, wir haben noch gar nicht angefangen. Wir packen jetzt gerade. Ich werde noch einen Zahnarzt, noch eine Füllung machen lassen, weil ein Jahr mit einem Loch im Zahn wäre nicht so optimal. Und es hat gerade an der Tür geklingelt und der Postbote war da und ich so, und unser Merch ist da. Endlich, ich warte so lange schon. Wir haben uns selber noch welche bestellt. Geil, das ist meiner. Nein, das ist meiner. Wir haben beide den gleichen. Oh ey, auf den habe ich so lange gewartet. Hier ist deiner. Hier sind noch ein paar Shirts drin und dann sind wir jetzt eigentlich vollkommen ausgestattet, außer Hygienesachen. Deswegen gehen wir jetzt nochmal zu DM. So, wir sind jetzt bei D&M. Bei DM! Wir gehen gleich rein. So, aber bitte, wie krass sieht dieser Pullover aus? Wie geil ist der geschnitten? Mann, ich habe mich so lange drauf gefreut. Ich glaube, ich habe mich mehr gefreut als jeder einzelne von euch, der sich den bestellt hat. Sieht auch geil aus. Ey, der ist so geil geschnitten. Ich liebe ihn. Das ist auch wirklich Maurice Hand. Ja, das ist meine originale Hand. Ja, voll. Okay, wir brauchen Tampons und sowas, ne? Ich nicht, aber ich brauche auch Sachen. Es nervt so, mit Kim hier einkaufen zu gehen. Wir müssen jetzt jeden Gang durchforsten. Ja, nochmal. Kim kauft einfach Produkte, die sie hier noch nie verwendet hat, aber da in Australien unbedingt braucht. Das ist so geil. Das ist das Beste, was uns hätte passieren können. Das ist ein 100ml Shampoo, aber das ist so effizient und so konzentriert, dass es eigentlich 400ml sind. Nein, das ist geil, Maurice. Ja, kurzer Zwischenstand. Wir haben auf jeden Fall schon viel eingekauft. Das wird echt teuer. Das wird mega teuer. Vor allem diese ganzen Insektenschutzdinger, ne, wovon ich wirklich, glaube ich, so 300 Stück am liebsten mitnehmen würde, kosten allein schon einmal 5 Euro. Dieses Ding ist so schwer. Wie wollen wir das alles mitnehmen, Maurice? Ich weiß nicht. Was schätzt du, wie viel das kostet? Safe, so 64 Euro? Ich hätte 70 gesagt. Echt? Ja. Okay, das ist spannend. Let's go to the Kasse. Was gewinne ich denn, wenn ich gewinne? Den Einkauf. Also die Person, die gewinnt, muss bezahlen, oder wie? Nein. Ja, das macht Sinn. Die muss nicht bezahlen. Ja, okay. Das wird auf jeden Fall mehr als 70 Euro. 131,50. Du musst bezahlen. Mein Herz ist stehen geblieben. Ich brauche eine Herzrhythmusmassage. Danke. Alter, 130 Euro? Upsi, das ist dann wohl mal eben so passiert. Okay, aber eigentlich haben wir jetzt auch alles, was wir brauchen, oder? Sag bitte einfach ja. Ja. Und das Ding ist, wir mussten alles noch nicht mal selber kaufen, denn wir haben von euch ja beim Fam-Treffen voll viele Geschenke bekommen. Und die schauen wir uns jetzt an und schauen mal, was wir davon noch mitnehmen. Die stehen alle bei meiner Mom. Deswegen let's go to Mami. Ja. Wir sind jetzt hier und sie hat alles wundervoll sortiert in Badesachen, in Masken, in Duschgel, Nagellack. Das ist eine wahre Mami. Das hat sie echt richtig gut gemacht, muss ich sagen. Wir gehen einfach nur nach dem, was am praktischsten ist, ne, natürlich. Jemand hat uns auch Oropax geschenkt. Perfekt für den Flug. Ja, mega. Und die nehmen wir auf jeden Fall als Dekoration mit in den Bus, oder? Ja. So, Leute, wir haben alles beisammen. Ein very aufregender 2-Tage-Vlog hier, würde ich sagen. Unser eigener Smoothie, der war auf jeden Fall top lecker. Den gibt es auch das ganze Jahr über noch in Hildesheim. Also kauft ihn euch. Kauft unser Merch. Okay, viel zu viel Werbung in diesem
diesem Video. Wir stehen gerade ganz, ganz kurz davor, dass uns ein Freund abholt nach Hannover bringt. Aber das seht ihr alles im nächsten Video, wie wir nämlich auf den Weg uns nach Australien machen. Die Reise beginnt jetzt. Kommt auf jeden Fall mit, begleitet uns, abonniert diesen Channel, damit ihr auch wirklich alles mitverfolgt. Und oh mein Gott, es geht los. Ich bin langsam echt aufgeregt. Und wie geht's dir, Maurice? Gut. Wir sehen uns beim nächsten Video, wenn wir endlich nach Australien reisen. Für uns geht's jetzt los. Folgt uns auf Instagram, damit ihr nichts verpasst. Und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss, haut rein. Ich grüße meine Mom, meinen großen Bruder Sergio und Vanessa. Ich grüße meinen Bruder Pascal, Mike und meine beste Freundin Edano. Grüße geht raus an Lick. Und Grüße gehen raus an Mara. Und Gala. Und viel Glück auf eurer Reise. Grüße an Stelina.